Und damit willkommen zurück bei A Blacktail Requiem. Kurz vor der Rettung Arnots, wie auch immer man das ausspricht. Aber erstmal sind wir wieder hier oben und finden hier wahrscheinlich einen Fehler. Und eine verschlossene Tür, die brauchen wir ganz kurz zuerst aufmachen. Und wir finden... Oh, eine verschlossene Tür. Die beinhaltet eine geheime Werkbank. Wir haben ein Messer gefunden, das ist ganz gut. Und ein Messer haben wir leider nicht mitnehmen können, weil wir so voll gepackt waren. Ah, voll gepackt mit tollen Sachen, die das Überleben schöner machen. So, dann gucken wir mal. Eine Feder. Hugo, sieh mal. Das würde mich ein bisschen beruhigen, glaube ich. Aber möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier, nimm sie. Ja, es wird alles gut. Bald. Graugans. Nicht alle Federn habe ich gefunden. Ich habe einige Federn übersehen. Das war auf jeden Fall die letzte Feder, die man finden konnte. Ja, im ersten Durchlauf, wenn man es noch nicht gespielt hat, kann das passieren. Also hier gäbe es dann eine Trophäe. So, und hier ist dann die geheimnisvolle... Was haben wir denn hier? Werkbank. Die das Messer sofort kaputt macht. Mein Gott. Die halten überhaupt nichts aus. Auch dieses war... Ändern wir ein paar Sachen. ...ist die letzte. Auch hier habe ich wohl einige übersehen. Aber auch da sage ich, nicht so schlimm. Wie gesagt, also, klar. Feenjagd ist immer gut. Aber ich sag mir einfach, ja, beim ersten Mal durchspielen kann man auch einige Sachen gut, nicht. Dann an die Arbeit. Ruhig nicht finden. Da hat man andere Prioritäten. Story zum Beispiel, Grafik genießen. Das ist nicht ganz so schlimm. Ist kein Trophäen-Run. Run. So, haben wir das. So, dann nehmen wir den Wagen wieder zurück. Und machen uns auf und versuchen den Arno zu retten. Und ich habe eine Befürchtung, dass das wieder haarig wird. Haarig hart. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Da hockt er schon am Galgen. Ich glaube, das ausgerüstet bin ich voll. Ja, ich denke, das wird wieder so eine Sache werden. Das war nicht richtig dran, oder? So, komm, jetzt hoch geht's. Mit dir. Kletter hoch. Aha. Uhu. Uhu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so schön hier, als wir ankamen. Es war so schön. Und dann so etwas. Die waren also nett und freundlich. Ehrlich gesagt, die waren zu nett und freundlich. Sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Zur Not mache ich ihn selbst kalt. Töte den Schlechter. Zufällig ist auch direkt das Schiff in der Nähe. Das heißt, wir können direkt abhauen. Nach einem harten Kampf vermutlich. Oh Gott. So, hier vorne sind welche Tische zum Verstecken. Da sind überall Tische, da sind überall... Ja, es ist da wieder Arena, oder? Das riecht doch nach Arena. Leise. Oh Gott. Na, wie viele Versuche werde ich brauchen? Gehen ihr könnt jetzt schon Wetten abschließen. Und wie ungehalten werde ich sein? Macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was. Mach ich. Krüge mit Teer, direkt neben ihm. Mal ganz kurz die Situation ein bisschen angucken hier. Hier sind überall Materialien. Und andere Fässer. Und jetzt reden die komischerweise kein Wort mehr. Dass sie noch Zeit dafür haben, bei dem ganzen Scheiß hier, mit den Ratten. Noch Zeit haben, hier noch jemanden, wisst ihr?
Das scheint ja eine oberste Priorität zu haben. Okay, das ist sehr laut. Ich sollte vielleicht von da hinten machen, ne? Wo die einen vielleicht nicht unbedingt sehen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Der oberste? Oder der unterste? Verstärkung kommt sofort. Nein! Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo! Oh. Heilige Scheiße. Ach, guck mal, so ein Schildkiller. Ich habe noch Extinguished. Ich helfe euch. Ja! Wie kann ich den jetzt erledigen? Das ist nicht gut. Okay, Krüge gibt's. Kann ich die mit den Krügen ausschalten? Da kommen noch mehr! Da! Verwirren kann ich ihn vielleicht. Der gehört dir! Ich muss ihn kurz betäuben, glaube ich, ne? Womit am besten? Wie war das noch? Was verwirrt denn? Oder ich kann den. Flamme vielleicht ausschießen. Hat nichts viel gebracht. Hat auch nicht gebracht. Ich probiere einiges aus. Oh, da kommt direkt noch einer. Wie kann ich ihn betäuben, verdammt? Oder einfach nur mit dem Prügelein. Der eine ist weg. Jetzt du! Ah, ich kann natürlich mit dem auf den die Fässer benutzen, ne? Oha! Na Junge! Das hört doch mal auf! Wenn ich sage, du sollst aufhören damit, dann mit den Steinschleudern, dann musst du damit auch aufhören. Achso, die Dinger sind es, glaube ich. Die Dinger muss ich nehmen. Es hängt doch hier nicht fest, du blöde Kuh! Okay, so war es ungefähr. Aber das habe ich jetzt durch den einen verdaddelt. Weil ich schlau bin. Schlaubi Schlumpf ist wieder da! Schlaubi Schlumpf ist wieder da! Lock den mal hier hin. Oh, Junge. Volltreffer. Ja, treffen können sie auch nicht. Wie war das jetzt der letzte von dieser Art? Zum Glück spielen wir leicht. Da kommt noch so ein Arsch. Aber weißt du Bescheid. Sie kriegen Verstärkung. Okay, da ist einer von der Sorte. Jetzt geh mal ein bisschen schneller. Blöde Kuh. Zwei von der Sorte. Ja, ist doch klar, Junge. Gute Frage. Vorsicht! Er ist geblendet. Zwei von der Sorte. Zeig ihnen, wie nutzlos sie sind. Ja, ja, merkt man. Wollte mal wieder ein paar Bolzen. Das Bolzen-Schussgerät. Okay, ich muss wieder vergleichen. Das ist, glaube ich, nicht richtig.
diese Teersäcke muss ich mitnehmen, ne? Die verwirren die. Huch. Pardon. Ich habe dich gar nicht gesehen. Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Kein Bolzen, ne? Ein Bolzenschussgerät. Zwei auf einen Schlag. Hä? Du willst mich doch verarschen. Oh, Junge. Was soll das? Hä? Einer ist hin. Einer ist hin, aber ein Hit sind jetzt beide. Ach, Junge! Mädel! Lauf doch nicht hier immer irgendwo fest! Ich werde wieder ungehalten! Boah, das ist wieder so ein Laufspiel, bis irgendwann was passiert, ne? Einigermaßen Ruhe, glaube ich. Also ein bisschen. Hä? Was ist mit dem los? Hä? Was ist mit dem? Gib mir mal einen neuen Bolzen. Gib mir einen neuen Bolzen. Wo sind die Bolzen? Wo ist die Verstärkung? Also, wo ist mein Material? Ah, leck mich doch am Arsch. Wo sind die neuen Bolzen? Ich dachte, hier gibt es neue Bolzen unendlich. Vom Wegen unendlich. Ach, da. Dankeschön, dass mir hier so wunderbar. Was mit dem da? Was ist mit dem? Wo ist der andere? Ah, da ist der andere. Jetzt habe ich keinen Dings mehr. Ah, super. Okay, der wurde... Material mehr! Was ist das für eine verfickte Scheiße? Ich habe kein Material mehr, keinen Topf, kein... Was ist das für eine Versorgung hier? Ich habe einen Versorgungsengpass, ich habe nichts mehr. Kein Material mehr. Spiel, versorge mich. Versorge mich mit Krug. Manfred, dankeschön, Manfred. Irgendeiner hilft mir, glaube ich, gerade, ne? Irgendwas gibt's, wird da geschossen gerade. Ist das das Schiff? Es ist nur noch er. Toll, von hinten das Kletten, das hätte was klappen können. Okay, was habe ich? Schwachstelle wäre nicht schlecht. Brust, genau. Da muss ich auf die normalen Steine nehmen. Jetzt geh doch mal dahin, du blöde Kuh! Da war doch gerade eine Markierung. Warum markiert er das denn nicht mehr? Hä?
ist das, der mir da gerade hilft? Ich habe kein Material mehr. Boah. Junge, komm bald wieder. Ja, stimmt. Okay, ich hätte noch ein paar Sachen machen können. Okay. Was ist mit dem da? Was ist mit dem? Oh nein, bitte kein Bug. Ich möchte nicht normal machen müssen. Okay, manche Sachen spawnen ja wieder neu. Mal kurz Gelegenheit, uns hier ein bisschen auszurüsten, jetzt wo der Typ da ein bisschen buggy ist. Ich hoffe, wir müssen nicht neu starten. Dann schrei ich hier. Und ihr wisst, ich meine es ernst. Ja, wie schön ist das Spiel, so schön bugfrei ist. Okay, was habe ich für Material? Ja, nicht viel, ne? Ist er einfach nur tot, oder? Oder ist er einfach nur benommen? Das ist schön. Oh Gott, Gott sei Dank, ich kann hier, glaube ich, dran, ne? Aber erst einmal... Ich glaube, am Anfang, wo wir das, den Teerbeutel benutzt haben, haben wir, glaube ich, einige schon erledigt mit dem Feuer. Aber ich bin nicht gestorben, immerhin. So, da ist er ja, Arno. Ach, der gute Mann. Ohne Rüstung sieht er ganz schön nackt aus. Problem ist nur, da kommen bestimmt noch mehr, oder? Okay. Wir haben bestimmt jetzt gespeichert in dem Moment. Ah, ich wusste es auch. Bleib hier! Niemals! Er wird dich retten, so. Okay, Hugo. Mach was. Gut, Gott sei Dank. Verdammt nochmal. War's das? Es ist vorbei. Danke, dass du die Ratten erst jetzt rufst. Ja. Hätte mir vielleicht gerade geholfen. Beruhig dich. Boah, scheiße. Wir befreien jetzt Anno, geschafft. Ja? Hui, durchlaufen. Bitte. Ging aber eigentlich. Konnte man hinkriegen. War jetzt nicht so kompliziert. So, habe ich noch irgendwas übersehen hier, weil ich vielleicht noch mitnehmen könnte? Ich weiß nicht, wie es gleich weitergeht. Weil das Schiff ist ja ja, da vorne ist das Schiff. Theoretisch müssen wir einfach nur noch aufs Schiff und weg. Aber wenn jetzt gleich noch ein paar weitere Typen kommen, dann... Ja, dann, ja. Schön ausgeplündert. Noch ein bisschen Fisch mitnehmen. Wir donnern einfach die Fische um die Feindeshaut. So, jetzt aber endgültig befreien wir meinen armen Mann. Na gut, also dann. Wer weiß, wozu es gut ist. Ach ja. Ich meine, er war ja nett, er hatte halt seine eigenen Ziele. Er hatte seine eigenen Ziele, er hat uns halt, ja. Es war schon arschiges Verhalten, aber im Grunde genommen war es ein netter. Aber wie gesagt, mal sehen, wie er sich jetzt irgendwie bedankt. Wir haben ihn von den Galgen bewahrt. Oh. Sophia macht wieder Hausputz. Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du.
Sie liebte dich so, wie du bist, wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Eieiei. Trophäe erhalten, nichts bleibt. Kapitel 13 abgeschlossen. Kapitel 14, heilende Wunden. Oh Gott.